schön am Schritt, das ist eine ganz tolle Sache. Der erste Vorsitzende des Landesverbandes Rheinland, wir haben noch 2 Minuten, wird noch einige Worte zu euch sprechen. Auf den Juniorenfahrer wünsche ich auf LV-Vorsitzenden des LV Rheinland, in dem ja heute diese deutsche Meisterschaft stattfindet, alles Gute, gute Fahrt, all Heil. Und ich wünsche allen Fahrern ein gutes Rennen und möge der Beste gewinnen, wie es auch sein sollte. Fahrt fair und seid Freund miteinander. Es hat damit zu tun, kämpfen und gewinnen, aber sich nicht streiten. Und nun, all Heil und gute Fahrt, Freunde, bleibt auch bitte noch stehen. Das Kommando geht ein anderer. So, noch 1 Minute bis zum Start und ich bitte die Materialwagenfahrer bzw. die Mechaniker, ihre Wagen zu besetzen. Fahrer, bitte stehen bleiben und wie gesagt, genau mein Startkommando beachten, damit hier keine Sekunde früher gestartet wird. Ihr habt Zeit genug, es geht über 11 Runden, 11,7 Kilometer, 128,7 Kilometer, Deutsche Meisterschaft 1988. Die Rennklasse der Junioren. Herr Reckermann hat hier die Startuhr in der Hand und wird, wie gesagt, genau hier das Startkommando geben. Noch 15 Sekunden. 10 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Startfrei, all Heil, sagt man. Und alles Gute wünschen wir den Fahrern einen sportlichen Verlauf und möge der Beste gewinnen. Startfrei im Rennen der Junioren Deutsche Meisterschaft 1988. Ausrichter unsere Fans hier, guckst du an hier! Ja, Zahne! Das ist Uli Bock. Gehört, wenn jemand Uli Bock sieht, der möchte doch einmal zu mir kommen. Papa Müller, mit Fans! Mutter und Vater fahren nicht. Ja, Patrick Heim vom RV Schwalbe-Trier war der Kaminebauer! Kaminebauer! Ist sein Rennen hier zu Ende gefahren und wie gesagt, jeder Fahrer, der hier sein Rennen gefahren ist, der gehört zu den besten deutschen Fahrern in der Jugendklasse und bei den Junioren haben wir ebenfalls einen Lokalmatadoren aus unserem Bezirk mit dabei, Michael Viola vom RV Germania Zeven. In diesem Rennen, dem Renntag Junioren, ich höre gerade 2 Fahrer haben sich abgesetzt, bereits vom Feld ein Dritter, glaube ich, stößt dazu. Nein, 2 Fahrer vorne, ein Charlottenburger Trikot, die Nummer 70 und die 95. Rechts das Charlottenburger Trikot, aber der Abstand, der ist noch ganz gering und hier geschlossenes Fahrerfeld bei der ersten Zieldurchfahrt. Noch 10 Runden für den Junioren, noch 10 Runden für den Junioren und ein geschlossenes Fahrerfeld. Ansonsten möchte ich dazu noch nichts weiteres sagen. Achtung, alle vielleicht kleinere in den Wagen. Jawohl, dann bitte, ja, weil ja halt eben die Junioren nicht wie die Jugend der Übersetzungsbeschränkung unterliegen. Ja? Ein Fahrer ist vorne mit 100 Meter Vorsprung. Weg. Schön. Ja, das Neue! Fahrer ging jetzt in die 4. Runde. Beziehungsweise beenden die 4. Runde.
Danke, Leins, komm. Die Landschaft hier, wo die deutsche Meisterschaft stattfindet. Komm, die Kölner starten, rufen wir. Hat er sein Fleisch auch wieder verloren? Wahrscheinlich nicht. Was macht der Müller dann da jedes Mal? Auf der Rennstrecke. Der Karl-Heinz hat seine Flasche verloren. Wir müssen diese Flasche ersetzen. Deshalb fahren wir die Verpflegungskontrolle. Heinz Häusler steuert uns dorthin. Mit seinem dicken Daimler. Und muss ich noch die Kurve. Wo ist denn jetzt die Verpflegungskontrolle? Ich kann doch den Stempel noch nie jetzt halten. 7 und 8 oder was? Hier wird aber eigentlich geparkt, könnte ich auch so. Wer ist das denn? Aber wo? Die haben wir neu, oder? Ja. Da steht nämlich so hoch voll. Ja. Da müssen doch Schilder standen. Ist noch Park, was hier ist? Ist noch Park oder nicht? Wir stehen also hier in der Bergpassage. Hier kommen also die ersten Fahrer. Soweit ich erkennen kann, sind 5 Fahrer vorne weg. Dahinter kommt aber hier schon das Feld. Feste Kaleins, feste, komm, komm! Wo kommt ihr denn her? Wir sind runtergegangen. Ist der Uli auch hier? Der wollte hier hinkommen. Der ist erst heute Morgen nach Mönchengladbach gefahren. Mit wem bist du gekommen? Mit dem Alfred. Abgeschlagener Fahrer. Hat etwa 7-8 Minuten Rückstand. Ziel und da kommen die Fahrer gleich durch. Sie befinden sich dann in der 7. Runde.
Ein Fahrer vorne weg. Jetzt kommt das Feld. Fahrzeug von der Polizei. Kommt einer vorne drauf. Ein Fahrer vorne alleine. Aber die anderen beiden werden ihn wohl gleich haben, denn sie kommen für Zug hier ran. Een paar seconden terug komt hier van dat veld. Allein in den letzten Zügen. Stört's. Bist du wieder da reingegangen? Ja, gell. Achso, hüpf nicht. Schwer, war.
Nils, kannst du dir das erklären? Guck es dir. Die hielt ja sowieso Ortsfremde. Tröste dich, Junge, es sind noch andere aus, die hier klein. Dreck die in die Russ. Ist zwar traurig, aber was soll es? Siehst du denn überhaupt aus hier? Du rennst hier rum wie ein Penner, du. Kommt die Spitze wieder. Hier, also aufgefetzte Hemden. Das habe ich gern. Hier so dennoch schöne Proletenhemden, so Schulterhemden. Und übrigens so richtig schön mit Trägerhose, ohne Trikot. Hunger, so bist du bist doch bestimmt noch rein. Das ist eine Hemden. Oh, ja. Was? Stress jetzt, Zuschauer. Oh, na, du kannst auch nicht mal richtig stehen mit den Schuhen. Das ist schön, du stehst mal schön in den Jugendfilmen da unten. Ne, Krampf ja. Das sind Ausscheidungsfahren jetzt, hier guckt mal. Ey, wenn Thomas jetzt kommt und sagt, er hört auf und ich halte ihm hier die Flasche. Das ist eine heiße Ente, wa? Das ist ein Auto. Ich sag nur Ente oder Trente, ne? Oder Barfuß oder Lackschuh, wa? Genau. Ja, wir fahren jetzt schon nach... Gib mir das hier! Hier kommt die Spitze. Weg. Schön fallen. Schön Winter. Rasport. Und? Das Vorjahr. Zurück. Sehen wir uns ja wieder mal. Ah, ne, ich war kein deutscher Mann. Ne? Ich ja. Komm, Thomas. Ist ein bisschen weiter. Thomas, vor allem fährt er mit Ball. Hier. Ab die Cap und los. Drauf. Kommst du mal vorne? Nitro. Kaffee, wo der Löffel drin steht. Hier kommt das Hauptfeld. Wo ist Thomas? Siehst du Thomas irgendwo? Fahrerlinie etwa 2 Minuten zurück. Super! Vorsicht! Hey! Vorsicht! Hey, Thomas! 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 Komm, Jung, komm, Andy, komm, komm! Ich bin kaputt. Lauter Woche dabei. Ich bin dabei. Wir haben wegen der Honnität, der Honnität, ich bin die Musik, alle direkt. 3, 6, 9. Und dann Sandberger hat. Udo, Wasser! Udo, komm! Hier ist Wasser, Udo! Na komm! Wenn den Solarkreuz steht, dann wird's schwer. Erstmal den Kuck hier auf der Straße zerschmettern. Ich ruhe mich ja nur für die deutsche Straße in der Bahn. Kämpf unter sich, guck sie an. Hey. Kannst du mal gucken? Ach, der Acht, du hast wieder mit dem Ton da. Die kämpfen unter sich. Jetzt geht ja wieder, ist das wieder nicht wie gesagt. Jetzt musst du aufpassen, Andi. Ich bin schon ganz ruhig. Hey, gut, Bundestrainer im Landesverband Berlin, Jürgen Kraft, Deutschland. Oder Italien. Italien. Ja, da bin ich doch da. Warum küsst du deine Hindu da? Hätte er keine gesagt, dass das scheiß Berlin ist. War doch nichts. Ja, die Urlaub. Durch die Zonengrenze. Ich bin noch Urlaub in der Schule. Macht mir doch nichts aus. Nee, wie lange hast du einen Vertrag gemacht? 5 Jahre. Bis du rausgeschmissen wirst oder was? In Berlin ist doch das so üblich. Ja, war doch nichts. Bist du immer noch zu voll Angehöriger? Ja, das ist besser. Muss ja auch, ja eben, muss ja auch. Da musst du ja auch schon, aber hat mich einer gefragt. Ich also, auch wenn ich, kennen, Andi, ne? Auch wenn ich das bin, was macht das aus? Ja, dann kommen wieder die Charlotte. Sympathie kann ja immer noch. Ich bin ja Jaroschewis von Open Schüler noch an. Dann aber da siehst du ja hier, wenn da kein Einnahme noch drin ist. Ich sag ja, da kannst du. Nein, das kannst du auch nicht innerhalb 4 Wochen verlangen. Nein, ich will damit nur sagen, das ganze Gerede.
Auf Jochen, geht schon! Sagt mir nichts mehr. Der Sohn von Peter Raimo. Was macht ihr denn? Ein Schlenker. Was? Ein Schlenker hat er gemacht. Oh, das steht hier in die Linse. Nee, ich will dich das auch haben. Ich gehe dich nur nicht, weil ich mache hier in der Sonne. Jetzt ist er ausgestiegen. Die Rottfrau, die Familie. Kommt die Spitze wieder. Diese Fahrer sind etwa 2 Minuten zurück. Schön, Jung. Zweieinhalb Minuten. Oliver! Jo! Unterfosen. Schön. Schau dir rauf, was für noch dran. Ich weiß das. Papa, ich freue mich schon für dich mit. Kommt die Spitze. Schön, Ralle. Komm mit ja. Schön, Jung. Schön. Ja, ich gehe noch dazwischen hier. Schön, Jung, weiter. Schulmeister war das, ne? Ja. Andy Bikers.
hier kommt die Spitze. Noch zwei Runden haben die Fahrer. Zwölf, 15. Der Wind da. Schön, ja. Eenmaal namens de jonge hond, eenmaal naar de eigen maas. Ato, 80. 80 zacht aan dit. Alles vier hadden we hier afgevallen. Boah, wat moet je dat aan? Het ging me richt in de maag. De gang gevlogen. Ja, loo, hör maar dit, Jum. Oh, du bist doch nicht für zuständig. Ich bin zu. Oh. Ja, was? Du musst laufen. Nee. Jetzt fahren wir nur 100. 90. 90 Sachen gehen hier auf. Das darf nicht wahr sein. Boah. Ich bin ein bisschen langsam. Ja, da kommen die Leute mal her, dann fahr ich die kaputt in den Kopf. Die Radfahrer fahren immer innen. Müssen fahren. Ziel sind. Wir erwarten jeden Augenblick hier, die Spitze da oben fährt noch ein Wagen in die Strecke. Bitte keine Fahrzeuge mehr auf die Strecke lassen. Zuschauer, bitte bleiben Sie hinter den Absperrungen. Bitte nicht mehr die Strecke überqueren. Jeden Augenblick wird hier der neue deutsche Meister im Einerstraßenfahren 1988 über die Ziellinie fahren. Die Reihenfolge im Berg, die 2, die 1, die 111, die 112 und die 30. Ja, jetzt sagen Sie den Fahrern, ob Sie gut gefahren sind. Ja, hier kommen Sie. Von Montende. Nein, noch Fürmann. Viermal sprinten und bisher rausfahren ohne Geld! Wenn wir hier Zahlen nennen oder Platzierungen, so natürlich vorbehaltlich der Zustimmung durch den WA. Die Rücke Nummer 111, Ralf Hallenfeld sein. Vor der Rücke Nummer 1, Björn Retzlaff. Meine Damen und Herren, bleiben Sie bitte hinter den Absperrungen. Geht es um Platz 5, 6 und 7. Nein, 6, 7 und 8. Ach, du warst jetzt. Prima. Halle, super, gratuliere. Lumisan. Junge Dränger. Ich bin durch, wollte ich anstrengen, wollte ich zu trinken. Prima, Ralf. Lecker am Arsch. Toll, gratuliere. Hey, dabei. Prima.
Ganz toll. Danke, danke. Tatsächlich. 100 Elle. Was sagt er jetzt? Lisa. Ich habe ihr gewunken, das habe ich nicht gesehen. Was sagt er jetzt? Das ist ja ganz toll. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dann macht das den Reis noch dann. Oh. Tolle Leistung hast du von nach dir in diesem Rennen. Ich glaube, Bruno Zollmann, dein Trainer, der ist also ganz besonders stolz auf dich. Und dein Vater natürlich auch. Der hat mich ja fast unterdrückt. Stopp, ich weiß nicht, was er mit dir getan hat. Aber zur Realität. Kam die Weltmeisterschaft für dich zu früh? Ich hoffe, die werden nicht mehr schärfer als die Fans. Wenn sie schärfer sind, werden wir uns mal ja, oder ich möchte es mal andersrum sehen. Es geht ab Platz 23 hier. Das ist das Hauptfeld, meine Damen und Herren. Das, was restgeblieben ist. Die Fahrer kommen jetzt hier ins Ziel. Und ich darf Sie bitten, immer noch hinter den Absperrungen zu bleiben, weil es sind immer noch einzelne Fahrer im Rennen. Bitte bleiben Sie hinter den Absperrungen, so lange, bis der Schlusswagen hier mit dem letzten Fahrer im Ziel ist. Ja, ich möchte aber trotzdem weiterfahren. Noch ein bisschen mehr rüber, da haben wir keine Rückkopplung. Also noch einmal herzlichen. Wir wollen ja alle fotografieren, oder? Ich hatte da vorne hin, dann geht er da. Ich hatte da hin, dann geht er Meisterschaft 1988 Junioren. Erster und deutscher Meister Ralf Fahlen, SG Bayer-Worringen. Siegerkranz, Medaille von der Stellvertretenden. Jugendleiterin, Ute Marke und Pokal. Jakobs, dem Vorsitzenden.